Cooked Prime Meat. Habe ich nicht dabei, aber in meinem Tierchen sollten welche sein. Wobei, das hat jetzt nicht so viel. Doch, doch, es reicht. Einmal abtauchen. Nein, nein, lass es, lass es, lass es. Komm her, hier bin ich. Okay, das haben wir gut hinbekommen. Ich wollte nicht, dass in der Nähe der anderen gekämpft wird. Sonst wäre er verletzt worden. Sonst wären sie verletzt worden und die Taming Efficiency sinkt. Das wäre nicht so gut. Dann bekommen sie nämlich weniger Bonus-Level. So, der Alpha treibt sich da hinten rum. Bisschen zu nah für meinen Geschmack. Bisschen sehr, ne? Komm. Eins und zwei. Dann gebe ich dir 12 davon. Und dann muss ich noch rüber zum anderen. Wo bist du? Einmal auf Setsuna. Dann rüber zum anderen. So, hier hin. Dann bekommst du noch 12. Die Ausdauer, also wie heißt das? Die Torpidity sollte ausreichen, dass die mir jetzt nicht so schnell aufwachen. Sind ja keine Spinos. Ich muss nur aufpassen, solange ich in der Gegend bin, dass kein weiterer Hai sie angreift. Deshalb kann ich nicht weg von hier, bis das geschafft ist. Mit ein Grund, weshalb ich ihnen das Cooked Prime mitgegeben habe, damit es etwas schneller geht. Denn die lassen sich doch ein bisschen Zeit mit dem zutraulich werden. Aber ich glaube, an diesem Clearwater-Mod kann ich mich gewöhnen. Wieso setze ich dich eigentlich nicht auf Folgen? Das ist doch mal eine Idee. Dann bist du in meiner Nähe. Und ich kann schnell aufsteigen. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern mit dem 10. Der Rest sind 2 Megalodons. Und die Level sind auch nicht so schlecht. Ach. Blöde Alpha. Er ist nur Level 4. Aber das hat nichts zu bedeuten. Er kann trotzdem ziemlich viel Ärger machen. Ich habe ja vorhin mit der ganzen Truppe auf ihn eingebissen und es hat ihn nicht wirklich verletzt. Er sah nicht einmal angeschlagen aus. Stimmt, ich wollte noch essen. Zum Glück kann ich sehr gut Steaks unter Wasser essen. Das klappt super.
Irgendwie habe ich Appetit auf Thunfisch. Om nom nom. Bleib da hinten. Na, ich gebe ihm zwei. Zwei ist besser. Hat er das andere Fleisch angerührt überhaupt? Oder ist er es nicht? Ich gehe davon aus, ich habe da noch nicht große Testerfahrungen mitgemacht. Aber ich habe zumindest einen Diener gehabt, den ich sehr gut mit dem Cooked Prime Meat themen konnte. Zähmen. Der hier gefällt mir von der Farbe her. Vom Muster. Ach, der ist fast fertig gezähmt. Und er hat noch 10, also er hat definitiv davon genascht. Denn ich hatte ihm 12 gegeben und es ist nur eines schlecht geworden. Dann habe ich gleich einen Mail und einen Mail, glaube ich. Müssten beide männlich sein. Und ich muss auftauchen. Ich muss auftauchen. Megalodons. Du bist auch männlich, oder? Ja. Und du hast wie viel HP? Eigentlich ganz ordentlich. Ich weiß nur nicht, wieso du dich schneller zähmen lässt als das andere. Haifi. Du hast 28 und dieser sympathische Kerl da unten hat Level. Jetzt kann ich es nicht mehr rausfinden. Egal. Jetzt hast du 34. Und ich hätte gerne meine Steaks zurück. Access Inventory. Denn sie sind... Ah, gut, den zweiten hätten wir auch. Access Inventory. Steaks. Und aufsteigen, bevor ich hier trinke, wäre praktisch. Also, selbst Haie bekommen inzwischen Schwarmbonus? Ich bin da ein bisschen überrascht. Also, ich brauche euch von da drüben. Wie mache ich das am besten? Ich will nicht alle rufen. Einmal auf Neutral und einmal J. Ich hoffe, damit rufe ich nicht die Dinos von der Basis. Und dann versuche ich hier schnell rüber zu schwimmen. Zu meiner Basis, denn ich brauche Sattel. Und das brauche ich auch. Sind alle da? Sieht so aus, ja. Sieht gut aus. Oh, 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 was ist das? Was ist das?
Basilosaurus. Und Mantas. Mate boosted Mantas. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. So, ihr seid auf neutral. Dann schaue ich mal, ob ich den Weg etwas freiräumen kann. Denn ich weiß nicht, wie stark dieser Bacillus ist. Das ist nicht der Riesenwall, oder? Mistakes were made. Oh, ich komme nicht aus dem Wasser raus. Ich komme nicht aus dem Wasser raus. Ich hatte es nicht so geplant. Und ich habe ein bisschen Wasser bekommen. Aber ich lebe noch. Ist hier noch eine Manta? Hier sind viele Mantas. Mantas for days. Also wenn ich die Manta schon mal... Ist das auch eine Manta? Nein, das ist was Totes. So. Das Problem ist, ich habe Angst vor dem Basilosaurus. Darum geht es mir. Hihi. Dich könnte ich eigentlich jetzt super zähmen. Ja. Oder so. Gut, ich glaube, ich kann es jetzt riskieren, rüber zu gehen. Es sind auf jeden Fall weniger geworden. So, einmal J. Ich versuche mich an den Basil vorbeizuschleichen. Ich bin nicht sicher, wo er ist. Ich sehe nur einen Megalodon. Wieso sehe ich nur einen Megalodon? Wo ist der andere? Da hinten. Bist du gestrandet? Bitte sag mir, dass du nicht gestrandet bist. Wie bekomme ich dich jetzt da raus? Vielleicht, wenn ich dir einen Sattel bastle. Was ist das? Irgendwas hatte ich da gesehen in der Entfernung. Also, einmal ans Land und dann werde ich versuchen, einen Megalodon-Sattel zu basteln. Denn ich glaube, mein Freund hängt fest. Oh, never mind. Ich muss trotzdem immer noch zurück zur Basis. Also versucht mal zur Abwechslung nicht irgendwo stecken zu bleiben. Was für ein Abenteuer. Das kommt da rein. Dann brauche ich... Nein, den nehme ich nicht mit. Also, neuer Versuch. Ich muss irgendwie zur Basis. Habe ich alle?
Sieht so aus, ja. Ich glaube, das sind alle. Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das, also diese Stelle, tief genug für die Krokodile sein. Stopp, stopp, stopp. Nein, nicht wieder baden gehen. Einmal U. Dann werde ich gleich die Sattel aufs Grün machen und sie benennen. Aber das war ziemlich erfolgreich.